Wieso kann Scar irgendwie der Explosion... Ja... Stirb! Bam! Stirb! Ha! Jede Menge Erfahrung. Und warum ist hier auf einmal jetzt, wieso ist jetzt hier so ein komischer Stein entstanden? Was haben wir denn hier? Das möchte ich mitnehmen. Das sieht aus wie irgendwie so eine Trophäe. Sand. Pride Stone. Knochen. Lion Chop. Was ist denn Lion Chop? Ist das gebraten oder so? Scar Rug. Okay, was auch immer Rug ist. Fell oder Pelz oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Gut, wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Ich glaube, ich mache mal eben hier Creative und dann arbeiten wir uns mal nach oben. So, und da sind wir auch schon. Nein, halt, halt, halt nach oben. So, dann wieder ein Survival. Das Loch mache ich mal eben wieder zu. Wir sind ja hier ordentlich. So, zack. Haben wir das wieder beseitigt. Was hat denn eben Rafiki hier noch? Ja, ich wusste, du kannst die Pride Lands retten. Vor diesem Bösewicht, bla. Nun, schnell. Kehre zum Baum zurück. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Keine Zeit zu verlieren. Da, 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 da. Was haben wir hier? Peacock Gem. Gem ist Edelstein, glaube ich, ne? Errungenschaft erzielt. No Peacocks hier. Gut, dann schmeiße ich da jetzt nochmal eben das Eisen, Silbereisen, wie auch immer. Florian Silbereisen schmeiße ich in den Ofen. Und wir klettern mal wieder hinauf zu Rafiki. Hör, steht Ficky in deinem Namen. Ja, ich weiß. Shit, jetzt komme ich da auch nicht. Naja. Buddeln wir uns halt hier hoch, ist egal. Wir haben ja unsere tolle Silbereisenschaufel. Signiert von Florian Silbereisen. Komme ich hier hoch? Ja. Nehmen wir die Abkürzung, beziehungsweise ich hätte auch einfach das Ponybike nehmen können. Dafür habe ich es ja schließlich. Mein alter Feind. Stufen. Naja. Treppensteigen ist ja gesund. Hey Rafiki, was geht ab, Digga? Asante Sanas Waschbanat. Oh Gott, das kenne ich noch. Huch. This portal will take you to the Outlands. I want you to go there, collect 4 termites and grind them up. Termites ist, keine Ahnung, spreche ich das richtig aus? May Mufasa guide you in that dreadful place. Ja, ganz ruhig. Okay, wir sollen in die Outlands gehen und da ein paar Termiten für den guten Mufasa sammeln. Und sollen die noch grinden. Das ist, glaube ich, zermahlen, wenn ich das jetzt richtig weiß. So. Okay, ich wollte gerade sagen, die Outlands sehen aber komisch aus, aber es baut sich alles noch auf. Beleuchtungsbug, okay. Ja, die Outlands sind relativ böse und karg. Ich glaube, das ist einfach nur eine einzige große Wüste. Ein paar Bäume gibt es hier scheinbar. Ich guck mal, was das ist. Was bist du für Holz? Deadwood. Okay, totes Holz, ja. Das klingt logisch. Da hinten fackelt auch schon was ab. Gut, wir sollen Termiten sammeln. Ich denke mal, dass da sind... Ach, da baut sich auch noch was auf. Erinnert so ein bisschen an den Nether, ne? Mit Lavaseen und alles ist tot. Und was ist das? Ach, ein Geier. Okay. Noch mehr Geier und Löwen. Seid ihr böse auf mich? Oh. Ich glaube, die sind böse. Und... Ich glaube, die Geier wollen mir auch schon ans Leder, obwohl ich noch nicht mehr tot bin. Na gut. Noch mehr Löwen. Seid ihr... Ihr seid auch böse. Warum sind die alle böse hier? Stirb. Uah, stirb. 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 Gut. So, dann essen wir doch mal hier unser Lion Chop, was auch immer das jetzt ist. Was habe ich hier jetzt noch eingesammelt? Outlander Fur. Lion Fur. Okay. Alter, so viele Sachen gibt es hier. Gut, das heilt 4 Hungerpunkte. Ich denke mal, das ist irgendwie gebratenes Fleisch. Oh shit. Stirb. Gut, unser Portal ist da hinten. Nicht, dass ich das verliere. Das wäre ein bisschen ungünstig.
Krab. Geh weg. Das sind meine Outlands hier. Alles mein. Du auch. Du auch. Das ist mein Sand hier. Das und das und das auch. Na gut, Termitenhügel. Spitzhacke. Termiten? 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 Uah, was? Alter! Alter! Was? Ah! Ah! Was geht ab? Ha! Ah, wieso? Shit! Wieso explodieren die? Was ist denn das für Termiten? Lass mich in Ruhe! Alter! Was, oh, da kommt... Oh, kacke. Ja, das sind, ja, aha, sind noch mehr. Geh weg. Ah, shit, da kommen immer mehr. Das noch. Eine. Stirb. Ha, ich hab's erwischt. Gut, er muss ein bisschen wegschmeißen. Wie wär's denn mit Krokodilfleisch? Exploding Termite. Ist Termite richtig? Ich weiß nicht, spreche ich das richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Das ist ja aber irgendwie voll fies, denn explodiert eine und reißt die nächsten Blöcke mit weg und dann kommen da noch mehr raus und explodieren auch wieder. Ungefähr so. Ja. Scheiße, wie soll ich die denn... Hier war doch noch eine, oder? Nee. Ich muss einen Block abbauen und muss die dann schnell auch killen. Ha, so. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Shit, das ist in die Luft geflogen. Na toll. Da war nichts. Ja. Und hier war noch eine. Uah. Autsch. Was haben wir denn hier noch? Das ist normaler Sandstein. Und was ist das? Lass mich das mal eben einsammeln. Hier, Outlander Fur schmeiß ich mal eben weg. Corrupt Pride Stone. Okay. Der Stein ist korrupt. Verbrennt ihn. Ah, schon wieder böse Löwen. Geh weg. Oder eine böse Löwin oder. Wie auch immer. Das ist ein Löwe, das andere sind, glaube ich, Löwinnen. Die Frage. Uah, geh weg. Die Frage ist jetzt, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ich weiß nicht, ist hier eigentlich immer Nacht? Der Mond bewegt sich nicht, oder? Nee. Kann ich hier Tag machen? Nee. Hm, das ist irgendwie ein bisschen unlogisch, dass in den Outlands immer Nacht ist, aber okay. Was ist denn das? Und was ist... Ach, Pilze. Hier ist irgendein Erz, aber was ist denn das? Sind das... Und was ist das hier? Da kam nichts raus. Uah, das ist wieder... Scheiße, das ist wieder so ein Termiten. Hä, wieso sind diese Termiten-Dinger hier mitten in der Wand drin? Und was ist das da? Sieht aus wie eine Birne. Okay, was schmeiß ich hier? Gemsbockhorn, weg damit. Nuka-Shard. Was auch immer das ist. Aber nehmen wir einfach mal mit. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Vielleicht sollten wir uns auch mal bei Rafiki da hinten eine Kiste bauen, damit wir uns da ein bisschen unseren Kram abladen können. Ich höre schon wieder böse Löwen. Da ich nicht genau weiß, wie lange diese dieses Let's Show, Let's Test, was auch immer hier noch währt. Huch. Was war denn das gerade? Irgendwas mit dem Skin stimmt da nicht so ganz. Oh, Luna. Komm her. Hui. Okay, und ah, dieses schreckliche Lied. Nein, komm, weg. Nein. Nö, nö. Ja, nimm doch das. Tetris ist immer gut. Okay, ja, unser Portal. Wo ist unser Portal? Ich glaube, ich mache auch mal so. Gut, unser Portal. Hä, das war doch... Ach, da ist es. Okay. Hä, wieso hab ich das? Ach so, wahrscheinlich war ich genau da drüber. Gut. Ach, übrigens, ich habe auch diesmal keinen Skin, weil komischerweise der
Also ich konnte nicht zu Minecraft connecten, keine Ahnung, scheinbar ist der Server gerade down oder so. Jedenfalls ging das nicht und aus dem Grund habe ich jetzt natürlich auch keinen Skin, sondern nur diesen Standard-Dingsmacker hier, genau den da. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ja, ich glaube, hier gibt es sonst nicht wirklich was zu sehen. Es ist eine riesige Wüste, es gibt überall Termitenhügel. Ist hier vielleicht noch mehr von diesem Nuka-Schad, was auch immer man damit machen kann. Ach stimmt, ich kann ja in Rafikis Buch gucken und gucken, was man damit machen kann. Genau. Tja. Statt Wasser quasi alles Lava hier. Aber sonst eigentlich nicht so viel zu sehen. Ich denke, wir kehren mal wieder zurück zu Rafiki. So, sichten wir wieder auf die Luna. Du kommst wieder. Halt. Hier geblieben. Hier geblieben. Komm her. Komm her. Komm her. So. Nicht, dass sie uns noch hier abfackelt. Gut, achso, hier, Rafikis Questbook. Dann gucken wir doch mal eben Nuka-Shard. Achso, wo? Ach da. Drop by Nuka Ore. Can be used as furnace fuel. Ground down. Okay, man kann damit den Ofen anheizen. Man kann es zu Gift zermahlen. Or crafted with an Ausschroom to make it glow. Man kann damit einen glühenden Pilz machen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Da hinten ist... Ah, da ist noch mehr von dem Zeugs. Wir brauchen aber einen Ausschroom dafür. Also kein Mushroom, sondern... Oh, da ist noch mehr. Kein Mushroom, sondern ein Ausschroom. Das sind diese hier. Also quasi Pilze aus dem Outland, wie auch immer. Banana Wood schmeiße ich mir weg. Jetzt haben wir hier Outrooms. So, habe ich hier nicht auch noch irgendwas gesehen? Wo sind unsere Fackeln? Fackeln da. Da ist noch mehr Nuka-Chart. Kram. Nuka-Ohr, wie auch immer. Oh, ich wusste gar nicht, dass es hier auch Höhlen gibt. Outrooms nehmen wir noch mit und das war's auch. Na gut. Weil dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und craften uns mal ein paar Sachen, die man hier so machen kann. Ich kann es natürlich auch halt alles über Too Many Items mir holen, aber ist ja irgendwie schon schöner, wenn man das halt auch mal ein bisschen auf die normale Art und Weise austestet. So, hier war noch was, genau. Kleinere Vorkommen, nur zwei. Mehr ist hier auch nicht, nee. Da geht's auch noch weiter, lasse ich jetzt aber mal... oh, da sind noch unsere Gems-Hörner.